Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Just Mini Me. Ich freue mich, heute wieder eine neue Folge der Familie Castaway präsentieren zu können. Heute schauen wir mal nach unserem Ethan mal wieder. Ich bin sehr gespannt, wie sich das mit den Mädels entwickelt. Er selbst hat ja weder Job noch Schule. Wie ihr seht, das ist alles sehr frei und... probieren wir einfach mal. Es ist morgens, 3 Uhr noch was. Er müsste sich noch ein bisschen Zeug kaufen. Zum Vorbereitung für Selvadorada, also für diese Ruine. Das wird er jetzt in der Nacht alles planen und dann am nächsten Tag werde ich die Gruppe nochmal fertig machen. Und ja, oh mein Gott, halt! Die kleine Maus, die kleine Maus, die kleine Maus wächst! Oh mein Gott! Ja, beim letzten Mal habe ich mich noch gefragt, wann sie größer wird. Wie du guckst, ich glaube, du bist nicht begeistert, oder? Oh, Kira! Kira ist älter geworden. Oh, das ist sie, eine erwachsene Katze. Wie schön, hättest du das heute nicht gemacht. Du bist deine Süße. Hätte ich's gemacht, Kira. Ja. Oh, jetzt haben wir einen Fluschelpuschel. Ist sie nicht süß? Entschuldigung. Ethan, was wollte ich jetzt? Wieder voll abgelenkt worden. Also erstmal ein paar Sachen shoppen, Geschenke kaufen. So, wartet mal, ich werde mir... Also auf jeden Fall gibt es eine Digicam, wir haben auch genug Geld, genau. Zur Not mal ein paar Äpfel mit, wichtig, noch eine Digicam, falls die eine kaputt geht. Wir wollen ja unsere Abenteuer dokumentieren können. Oh, da ist noch eine. Klar, wir nehmen alle mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit 5-mal Medizin, vielleicht ein Tagebuch, mal 2 Rosen, falls wir einer Dame eine Rose geben möchten, wollen, sondern was weiß ich. Das war's. Ja, aber das ist nicht das Zeug, was ich... Dann müssen wir gucken, dass wir auf den Markt gehen. Aber oh ja, das wollte ich auch, oh, das wollte ich noch machen. Ich wollte hier die Grundstücksmerkmale umstellen, weil mir ist da irgendwas... Da ist gar nichts. Wir haben gar keine Grundstücksmerkmale. Weder hier noch Herausforderungen. Okay, dann kriegt das Ding noch Wundermünzen. Ist mir egal. So, jetzt machen wir das als Ausgleich für die ewigen Angriffe auf uns. Killerbienen kommen da. Hoffentlich passiert ihm jetzt nichts. Kannst du vielleicht dieses Selvadorada-Zeug am Computer kaufen, Ethan? Könntest du? Könntest du? Beruhigende Wundsalbe. Du leidest unter einem riesen Tausendfüßler, aber das... Ja, okay, wir kaufen einfach von allen 2 Gliederfüße. Das hat ja nichts mit Selvadorada zu tun. Aber wir kaufen es trotzdem. Wir schauen nochmal. Also Leute, ich muss da echt mal mehr mich drum kümmern. Ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr, was es so angeht mit den Sims. Teuer Ausrüstung. Geschenke, Medizin, Plopsi, Feuerwerk, Hochzeitstorte, Knoblauchsamen. Mann! Ja, dann magst du das halt. Herrgott, noch einmal im Himmel. So, Hochzeitsgesichtsmasken, Farbstoffbücher, Voodoo-Puppen, Nagerleckerli, Knoblauchsamen, Tuningteile, Knallbonbons, Kristalle, Ohrhörer. Wo ich kriege ein Machete? So, ich muss jetzt nochmal auf ein anderes Grundstück gehen, nämlich hier hin, weil hier vorne ist das Zeug. Aber es ist jetzt halt mitten in der Nacht, weshalb ich mal davon ausgehe, dass hier wenig Sims kommen werden. Aber ich habe Zeit. Ich hoffe, da kommen irgendwann mal welche zum Verkaufen. Ist da was auf dem Tisch drauf? Hey, tatsächlich. Was? Stand abräumen. Oh ja, hallo! Hallo, du bist da. Ich kaufe natürlich. Geh dich mal hier vorstellen. Hallo. Archäologietisch kaufen. Wir könnten gleich den ganzen Tisch kaufen. Ey, cool. Mir freundlich vorstellen. Hallo. Darf ich mich erstmal bei dir einschleimen so ein bisschen? Ja, 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 ich bin's, der Ethan. Ja, bist du. Und halt dir mal einen Vortrag über Archäologie. Ja, und dann werdet ihr besser Freunde. Ja, dann schleimst du dich ein mit dem Handel. Freundlich, Tratsch vielleicht noch. Nein. Smalltalk, kennenlernen, lokale Begrüßung. Das kommt natürlich noch besser, wenn du Einheimischer bist. Ich habe hier wirklich vor, mit meiner Gruppe hier auf Reisen zu gehen. Und ich möchte mich jetzt gern mit dir befreunden, weil ich ein bisschen sparen möchte. Oh, größere Nähe durch glückliche... Was? Fass mich nicht an. Nicht anfassen. Danke. Jetzt versuche ich es einfach mal hier mit Handeln. Hallo? Würdest du mir vielleicht ein bisschen was günstiger verkaufen? Bitte? Nein. Boah, du bist aber eine harte Nuss. Oh nein, doch, wir haben 25% bekommen. Ja. Wir kaufen alles, was hier so ist. Kaufen, wir kaufen alles. Wir lieben kaufen. Kaufen, 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 kaufen.
So, dein Stand ist leer, meine Liebe. Mädels, wollt ihr kommen? Ich freue mich, wenn ihr da seid. Wir müssen noch ein bisschen plaudern und uns kennenlernen und so. Haben wir überhaupt irgendwelche Einstellungen zu der Gruppe? Nee. Hier, guck mal, da können wir doch auch gucken, dass wir da irgendwelche Aktionen haben. Ja, das wäre doch schon schön, wenn wir hier was über die Archäologie machen. Am Feuer abhängen, durch Labyrinth irren, angeln. Wir könnten ein Feuer aufbauen, in der Tat. Winteraktivitäten und Frühlingsaktivitäten. Leute, ich finde das alles schön und gut. Aber wie ist es mit, das ist doch kein Hobby. Nee, Archäologie ist kein Hobby. Es ist eine Lebensphilosophie. Wo ist das, Mann? Wisst ihr, da muss doch irgendwo stehen am Archäologietisch sondieren oder was weiß der Himmel, was der Schlittenfahren gehen, Puzzles, Pappspiele spielen. Hä? Alles, was mit Grillkäse zu tun hat, nein. Popcorn essen. Es ist doch so sinnlos. Kessel verwenden ist drin, ja? Kessel verwenden ist drin, aber kein Archäologietisch benutzen. Das ist natürlich nicht drin. Warum ist das nicht drin? Ich möchte den Archäologietisch benutzen. Oder in eine Ruine gehen. Warum steht es da nicht drin? Das ist doch blöd. Warum? Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, also ich war jetzt hier mehrfach drin, ja? Mehrfach. Die haben alles drin, nur nicht das Archäologie-Pack. Alter, wie traurig ist denn das? Wie traurig. Ja, wir könnten natürlich auch trainieren machen. Dann kaufen wir uns so Yoga- und Trainingssachen. Weil, wisst ihr, dann machen wir jetzt eine Folge, dass wir hier ein bisschen körperlich trainieren auf dem Grundstück, um uns fit zu machen oder was? Keine Ahnung, was könnten wir tun? Wir machen dann, ja, wir machen Trainieren noch dazu. Wartet mal kurz, wartet doch mal, lass nicht stressen. Feuer, also so, ich suche mir jetzt einfach so ein paar Naturdinger raus, ne? Irgendwie, was nach Archäologie aussieht. Es ist mir auch egal, ob ich das Wort falsch ausspreche. Archäologie. Jetzt ist es wieder vorbei. Mann, Archäologie, meine Damen und Herren. Das ist auch so ein Wort. Oder gibt es noch ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen kann? Asteroid. Mein Kopf sagt's richtig. Asteroiden. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht aussprechen kann. Ne? Das ist so lustig. Habt ihr auch Wörter, die ihr nicht aussprechen könnt? Schreibt's mir doch in die Kommentare. Manchmal so über sich selbst lachen. Ist echt schön. Wandern gehen. Komm, wir machen noch Wandern gehen. Und ansonsten. Entschuldigung. Gen. Also mir reicht's jetzt mit dieser ewigen Sucherei. Auf jeden Fall haben wir da schon ein paar Sachen drin. Eine Trainingsecke bauen. Das machen wir natürlich, dass wir hier mit den Mädels so ein bisschen Chili-Willi machen können. Hallo. Ein Königreich für einen geilen neuen Gaming-PC, mit dem man keine Sorgen mehr hat. Ach ja. Ach ja. Na. Was wollte ich denn hier? Sportgerät. Das fängt schon gut an, Alter. So, ja, okay. Sportgeräte, Sandra. Konzentration bitte. Sportgeräte, also. Bin ich hier in der falschen Abteilung? Ja, das ist auch Training. Dann könnt ihr ein bisschen Yoga, alles Yoga machen. Samba, was weiß ich. Was ist denn das jetzt wieder für ein Lied in meinem Kopf? Schaust du super aus. Ich schwör's euch, Leute, mein Kopf. So schön. So, wir haben hier noch so einen Massagestuhl. Vielleicht möchte er eine Dame verwöhnen. Okay, Ladies. Ach, guck mal, wie süß du bist. Oh, guck mal, sie hat sich angezogen für Basketballspielen. Ja, cool. Ja, und wo ist die Alejandra? Alejandra, where are you, girl? Wo bist du? Alejandra, irgendwas läuft hier gerade schief. Es läuft irgendwas ganz schief. Aber, oh, guck mal da, die Ellie. Ja, guck mal da, die ist ja echt voll dabei. Die ist echt voll motiviert und so. Hast du das verbessert? Ja, Kletterer zusehen. Geh mal da zugucken. Oh, scheiße, ist alles so... Okay. Oh mein Gott. Was ist... Aber direkt wieder draufgehopst, ne, so. Bitte pass auf dich auf.
Mir fällt jetzt eben auf, guck mal, hat die da. Guck mal, die hat da so Flecken. Mal hat die auf dem Körper. Wie cool. Ey. Und die macht das richtig, richtig gut, richtig gut. Vielleicht applaudiert er auch mal. Er guckt ja echt blöd, aber okay. Pass auf dich auf, Ellie, nicht runterfallen. Alles gut, gibt es solche Kletterdinger wirklich, solche Wände, wo man so gestresst hochkrabbeln muss? Nee, oder? Ja doch, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, so. Oh, aufpassen. Oh, guck mal, der reagiert auch da drauf. Ja, wie cool, das wusste ich noch gar nicht. Dass die dann so, wenn die so abstürzen, auch so kurz zusammenzucken. Ihr könnt auch mal zusammen trainieren. Vielleicht kommt die Alejandra auch zurück. Das wäre wunderbar. Warum hält die sich so im Hintergrund? Das finde ich jetzt schade. Die war aber da, oder? Okay, also auf jeden Fall, ich kann sie ja nicht festtackern. Aber die Ellie scheint sehr motiviert zu sein, mit uns auf die Tour zu gehen. Und das finde ich schön. Die trainieren zusammen, reden zwar kein Wort, aber sie straffen ihre Körper, damit sie auf jeden Fall ein bisschen fitter sind. Ist schon für die geplante Aktivität da in dem Ding drin. Hallo Mausel, meine süße Mausi. Na? Ach, die ist in der Schule. Oh. Ich suche sie und suche sie. Ja, okay, das ist natürlich sehr verantwortungsbewusst. Oh, das wusste ich nicht, dass sie jetzt in die Schule geht. So, jetzt müssen wir mal gucken, der ist super müde. Yeah, da könnte ich ja eigentlich erstmal die Versammlung beenden, damit es ein bisschen fair bleibt. Bis 15 Uhr geht die Schule und dann lasse ich sie nochmal trainieren. Hör mal auf jetzt, hör auch auf zu plaudern. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Bedürfnisse. Ich höre es miauen. Oh Gott, du sitzt da und maunst, Mau. Du bettelst! Süß! Die sitzt einfach so, weißt du, alleine im Raum, miaut da rum. Nein, Maus. Guck, die hat da gebettelt, das ist süß. Weißt du, Nahrung essen ist nicht gut für dich, Maus. Wir wollen ja lange was von dir haben. Es ist super ungesund. Du weißt es nur noch nicht. Du weißt nicht, dass du das nicht willst. So, also ich lasse ihn jetzt mal hier seine Kraftnickerchen abhalten. Oh, schon wieder so ein dummer Bienenschwarm. Verbessern, weil mich nervt, dass so schnell alles kaputt geht und so. Auffrischen. Wissen, dann geben bessere Mahlzeit. Na, du kommst nicht hin, oder was? Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Immer weiter, eine verstärkte Tür wollen wir noch haben. Immer weiter, es ist mein Handy, die klingelt. Immer weiter verbessern, eine energieeffiziente Gerät. Und dann trinken du diese Getränk. Und ich gehe alle Leute auf die Geist. Habe ich hier überhaupt ein Klo? Sag mal, ich habe hier kein Klo. Ah, doch. Ich habe mir schon gedacht. Habe ich hier kein Badezimmer eingerichtet? Doch, doch, ich habe ihn. Hier, wunderschöne Bad. Werd jetzt hier nochmal versuchen, die Alejandra mit reinzubringen, indem ich diese Versammlung starte. Da ist sie. Da ist sie. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Wunderbar. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Finde ich gut, dass sie da ist. Guck mal hier. Das musst du auffüllen. Was hat. Oh, guck mal da. Sie geht an den Basketballkorb. Oh, wie schön. Ich freue mich so, dass die beiden da sind. Dankeschön nochmal an Muni und an Bianca. Für die tollen Simmen und ich bin so gespannt, ob die halt von alleine irgendwie mal Beziehungen aufbauen, miteinander plaudern. Hey, sei nicht so unfreundlich. Guck mal, da geht es auch hier Basketball spielen. Hier Training, Training. Ihr müsst fit werden körperlich. Ja, genau. Müsst ihr werden. Schön macht ihr das. Oh, die sind einfach toll, oder? Ich finde beide so wunderschön und beide passen sie. Optisch als auch von den Einstellungen her zu Ethan. Ja, wir können ja mal gucken, ob da schon was Kompatibles ist. Also sie ist gut kompatibel und sie ist ziemlich inkompatibel. Warum? Das macht aber noch nichts, weil ich achte auf sowas nicht. So, sie sind gute Freunde, gut kompatibel. Nachbarngefühle haben wir noch gar keine, natürlich nicht. Und sie... absolute Verehrung von Ethan gegenüber ihr, aber sie sind ziemlich inkompatibel. Warum? Zu Beginn verspüren sie keine große Verbundenheit, aber es könnte auch schlimmer sein. Es mag zwar eine Herausforderung für die beiden werden, näher zusammenzuwachsen, aber unmöglich ist es trotzdem nicht. Also es ist noch nichts entschieden damit, nur... Ja, guck mal, die trainieren so dritt, ich bin süß. Einfach sweet. Guck mal, wie schön die lächeln immer. Jetzt hält er seinen Vortrag. Ja, der hält echt einen Vortrag so.
tatsächlich vom, er joggt und hält den Vortrag. Das ist ja lustig. Und wie sie zuhören, die mir jetzt, ah ja, okay. Er sagt, ja, wir müssen hier trainieren, Leute, Mädels, damit wir hier fit sind für das, was kommen mag. Wir müssen ja auch vielleicht klettern, kraxeln, rennen, wegrennen vor irgendwas und verstecken vor wilden Tieren. Ne? Bereitet euch körperlich drauf vor, seelisch und moralisch. Wir wollen euch ja nicht verlieren, ne? Guck mal, Ethan steckt das mal ein, das ist ja peinlich. Und der wird wahrscheinlich nie wieder runtergehen von seinem Trainingsgerät, offenbar. Ausdauerlauf, okay. Ja, in der Wildnis trainieren. Sandra, du hast wieder Ideen. Na, die Castaway-Kinder sind schon selbstständig erzogen worden. Als Teenager kommt er völlig gut zurecht. Ja, ist ein Teenager. In der Wildnis alleine. Und ich finde es gut, dass Shirley und David ihre Kinder Wind unter den Flügeln geben, dass sie sie auch unterstützen. Wenn was ist, wären die ja immer sofort da, ne? Ey, Schätzchen, du stinkst. Geh mal duschen. Geh mal duschen. Und dann wollen wir noch eine Runde grillen und die Mädels mal zum Essen einladen, ne? So, es ist schon 18 Uhr. Ethan, beeil dich mal. Komm jetzt da aus der Badewanne raus. Raus. Er hat im Übrigen das Startgeld von den Eltern angenommen, wie man unschwer erkennen kann. Du hörst jetzt mal kurz auf. Hallo. Hallo. Nein, nein. Die Bedürfnisse gehen vor. Wir haben bestimmt Hunger und die Ladies wollen auch was essen, ne? Grillst jetzt mal was Schönes für die Damen. Oh, es sind schon wieder die Spieße. Mal was ganz Neues. Zusammen ein Gericht nehmen. Ladies, kommt ihr bitte, dann können wir ein bisschen plaudern beim Essen. Kommt ihr zu mir an den Esstisch oder wo auch immer er ist. Er ist hier. Du bist so ein echter Stoffel, ich schwör's. Ehrlich, hast du die jetzt überhaupt gerufen? Oh, guck mal, Tokira. Es wird nicht gebettelt, Maus. Ist da noch jemand? Hallo. Hi. Du bist auch hier zum Essen. Wo ist die Ellie? Ellie, wo bist du? Och, guck mal. Kira, ich hab zu dir gesagt, du sollst nicht betteln. Weißt du, bei mir bettelt sie jetzt nicht. Und das wäre so ein schönes Bild, wenn der Alex nicht da hinten dran rumgammeln würde. Maus, hör auf zu betteln. Nein, nein, wir wollen das nicht. Jetzt belehrst du wegen dem Essen nochmal. Kira bekam jetzt eine Runde Ärger. Hier könnt ihr noch mal ein bisschen plaudern, freundlich, Smalltalk, kennenlernen und bei der Alejandra bitte auch. Villabok? Arvini. Hallo. Ah, Kangaroo. Ah. Sie ist fröhlich. Gut, das hat er schon mal rausgekriegt beim Kennenlernen. Sehr schön. Oh, 7, guck mal, jetzt plaudert er auch mit ihr. Wie süß, sie sitzen jetzt hier. Esst doch, Mädels, esst, esst. Ich habe extra für euch gekriegt. Guck mal, wie sie ihn anguckt. Hallo? Sprecht mit ihm. Ellie, du auch, ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Er schaut sie an. Hallo? Tibo Manza, Simonis Arrow. Simonis Arrow? Evelyn. Aber das ist schön, oder? Ventre Balafoy. Smishy Lafana. Flamibi. Uxaloy, Sarah. Jetzt reden wir mit beiden. Hallo, hallo. Ist das süß, Ellie? Oh, wie niedlich. Guck mal, die Maus. Oh, wie süß. Wie kritzig. Marshmallows. Was sind das eben für Geräusche gewesen? Habt ihr das gehört? Oh, guck mal, und er macht ihr Feuer weiter an. Was die die Vereinigung für Artefakte hat von den archäologischen Kenntnissen von Ethan gehört und sendet ihm daher ein paar Artefakte mit der Bitte, deren Ursprung zu ermitteln. Ethan soll ein hübsches Sümmchen erhalten, wenn er hilft. Artefakt authentifiziert. Oh mein Gott, halt, stopp, stopp, das muss ich doch fotografieren. Das habe ich jetzt vor lauter Lesen nicht gesehen. Guck mal, der hat sich auch dazu gestellt. Ist das romantisch? Ja, komm. Oh, wie süß. Sie saßen zusammen am Lagerfeuer und jetzt kommt sie auch dazu. Oh, es war zu spät. Oh, und die Kira mal wieder am Betteln. Einladen abzuhängen. Oh ja, Spinnenbesuch. Also er ist ja hier schon wirklich gut trainiert. Und es macht uns schon gar nichts mehr aus, weil hier ständig irgendwas kommt. Also gut. Und die Chance. Ethan hat das Objekt sorgfältig analysiert und ist als echt eingestuft. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen
liefern. Mit weiteren Analysen kann Ethan seine Archäologiefähigkeit verbessern, dem Museum etwas spenden. Es gibt Ruhm, macht es mal. Hey, tut dir was weh? Tut dir was weh? Wir halten nochmal den beiden einen Archäologie-Vortrag. Naja, das machen wir. Oh, Leute, ich nehme jetzt schon eine Stunde auf. Wo ist die Zeit geblieben? Ich war hier gerade echt voll in meinem Element. Also gut. Dann hält er ihnen noch einen Vortrag und wir beenden diese Versammlung erstmal, dass sie sich ausruhen können. Es ist ja schon 23 Uhr. Die gehen jetzt heim. Es reicht, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss, Alejandra. Was macht Ellie? Ist die auch schon am Gehen? Wo auch immer die Ellie steckt, die ist wahrscheinlich schon abgezischt jetzt. Oder? Also die war dann ruckzuck weg. Sie konnte es gar nicht erwarten, von uns loszukommen. Ja, so sieht's nämlich aus. Ethan, ich finde, du hast dich für heute gut geschlagen, mein Schätzele. Und ich finde auch, dass sie sich alle gut verstehen. Die verstehen sich nicht nur gut, die verstehen sich echt sehr gut. Und er hat von den Mädels, ja, schon jeweils ein Merkmal oder hier zwei kennengelernt. Und die Freundschaft ist es echt gut gestiegen. Unsere Kira ist erwachsen geworden. Und was will man eigentlich mehr? Also ich fand die Folge heute sehr, sehr gut. Also mir hat sie sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich würde mich sehr über einen Kommentar, Like, Abo und so weiter freuen. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt. Danke, dass ihr die Folge guckt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.